So, liebe Zuschauer, ich habe wieder ein Glas Wasser getrunken, weil die richtig spannende Geschichte kommt jetzt und jetzt kommt auch eine super tolle Erklärung vom André gleich dazu. Für mich ist das völlig Neuland. Susi, erster Notarzt, Chirurg, der erkennt die Situation und hat dich dann, nachdem er dich gespritzt hat, Genau. gleich wieder nach Hause geschickt. Nein, nein. Also er hat sogar mir einen Zugang gelegt, Ja. gleich, und noch eine Schmerzspritze gleich hinterher und dann den Rettungsdienst gerufen. Aha. Und dann bin ich natürlich auch gleich dran gekommen in der Notaufnahme. Zu Bin ich. derselben Notaufnahme, wo du Ja, vorher ja, warst, die sich eigentlich ja. so gar nicht für dich interessieren Genau, wollten. genau. Ja. Ach, Freunde, das sind Zustände in diesem Land, im Gesundheitswesen. Die Ampel muss weg. Das muss ich heute einfach nochmal so als mein politisches Ziel auch nach vorne stellen. Aber das hat vorher die CDU auch nicht besser gemacht. Wie ging es dann weiter? Dann wurde ich natürlich gleich untersucht von einem Internisten. Der hat gleich mein linkes Bein mit Ultraschall alles abgesucht Ja. und hat dann festgestellt, dass ich in der Kniekehle Gerinnsel habe und eine Beckenvenenthrombose hier oben in der Leiste Ja. habe. Ja. Und dann haben die dich dementsprechend behandelt. Genau. Kam denn da schon mal irgendwie die Frage, Impfung ja, nein, Nein, überhaupt gar nicht? Ist nichts. doch Nein. unfassbar, André, Nein, nein. oder? Das ist unfassbar. Es ist doch unfassbar, wie mit dem Leben von Patienten gespielt wird. Erklär mir das mal als medizinischen Laien. Thrombose, Impfung, BioNTech, ich habe das irgendwo mal gehört, BioNTech hat damit ja gar nicht so hinterm Berg vorgehalten. Richtig. Beipackzettel. Richtig. Also die Impfdosen wurden ja alle ohne Beipackzettel ausgeliefert, aber es gibt so Handlungsanweisungen für medizinisches Personal und da steht eigentlich alles drin. Wird sich wahrscheinlich auch niemand durchgelesen haben und dann kam ja, ich sag mal so, nach der ersten Zeit, als die ersten Thrombosen dann hochgingen bei den Sportlern, diese Hirnvenenthrombosen bei jungen Männern, hat man dann halt auch die Nebenwirkung oder unerwünschte Nebenwirkung bzw. Impfkomplikation, Thrombose einfach mit dort reingenommen. Man hat das medial nicht weiter beachtet. Aber ich sag mal, wenn jetzt so eine junge Frau, die Sport treibt, die gesund lebt, nicht raucht, wo man sagen kann, also vom Gesundheitszustand einfach so, wenn man dich so sieht, ist alles okay, dann muss ich ja eigentlich als Arzt als erstes fragen, nach diesen 3 Jahren oder nach 2 Jahren muss ich doch fragen, ist es möglich, sind Sie geimpft? Und dann kann er zumindest mal einen Haken machen und sagen, ist geimpft mit. So, und dann kann er sagen, Mensch, Thrombose steht hier sogar in der Handreichung mit drin. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen weitergehen, aber das ist halt nicht gewünscht. Wie du schon gesagt hast, die spielen mit dem Leben der Menschen. Es Ist ja ist ein unfassbar. Spiel. Und das Spiel heißt Monopoly. Ja. Da geht es um eine Menge Kohle. Ja, BioNTech kannte vorher kein Mensch. Die waren bei niemandem auf dem Zettel. Und dann haben die so eine Anschubfinanzierung gekriegt, ich glaube von 300 Millionen Richtig? Steuergeldern. Jawohl, jawohl. Und da haben unsere Lieben in Berlin gesagt, nee, das kriegt er geschenkt. Also wir wollen doch dann nicht am Gewinn irgendwie beteiligt werden oder kriegt das so. Das ist schon alles in Ordnung. Ja, die haben das dann praktisch auf die Agenda genommen und es geht hier wirklich nur ums Geld. Es geht hier ums Geld. Wenn es um Patienten gehen würde oder um den Menschen, ja, dann, wenn wir hier über so eine Biowaffe ist vielleicht, aber ein biologisches Problem, also so ein Virus oder wie auch immer, dann, wenn man dann so ein bisschen Erfahrung hat in einer ABC-Einheit, bei einer militärischen Einheit, dann wird da ganz anders mit umgegangen. Völlig anders. Und was sie uns erzählt haben, 3G, wird es dann bloß noch geben, ja, geimpft, genesen oder gestorben. Weder das eine noch das andere. Ich hatte angeblich auch Corona, da stand halt drauf, ist irgendwas nicht zu messen, vielleicht hat er es ja und gut ist. Aber es geht hier um ganz viel Geld und man sieht es halt auch, die Maskendeals, die beiden Politiker konnten sich da die 12 Millionen einstecken nach vielen hin und her. Spricht kein Mensch mehr von, ne? BioNTech hat einen Gewinn gemacht von über 1400%. Die Aktie ist durch die Decke gegangen. Gott sei Dank jetzt wieder mal einbrechen. Jetzt geht das los mit der Klagewelle. Was macht BioNTech? Bricht alle Zelte ab, geht nach England, weil England ist außerhalb der EU. Also die werden sich dann mit dem Geld wahrscheinlich einen Dicken machen. Müssen wir Und Herrn Schahin vorher einfangen. ja, müsste man alles machen. Also da fehlt wirklich so ein offener Diskurs über die ganzen Geschichten. Das ist unglaublich. Man muss sich wirklich selber damit beschäftigen, ja. Sowohl als Betroffener als auch als Helfer, so wie wir, dass man sagen kann, hier, da und da und da sind die Fakten offengelegt. BioNTech hatte ja schon in ihrem Wirtschaftsbericht 2019
veröffentlicht, dass sie im Bereich der onkologischen Wissenschaft oder Forschung tätig sind mit solchen Mittelchen. Und da stand auch schon ein Impfstoff drin für alle anderen Krankheiten, BNT162b. Siehst du, Da frage ich mich, wie kann denn in einem Wirtschaftsbericht von 2019, der also rückblickend, der noch tiefer rein, also bis 2017 rückgeguckt hat, wie kann denn da ein Impfstoff auftauchen, der plötzlich 2020, 2021 der Kassenschlager wird? Da stimmt irgendwas nicht. Also ich habe den Frage muss man sich Wirtschaftsbericht da, ich stellen. habe mir den ausgedruckt, bevor er weg ist. Das sind so Themen, da muss man misstrauisch werden. Ja? Und dann werden vielleicht auch viele sagen, Mensch, was erzählt er da? Der ist ja gar kein Arzt. Ist richtig, ich bin kein Arzt, aber ich muss auch nicht Kfz-Meister sein, um mir mein eigenes Reserverad dran zu bauen oder einen Ölpeilstab mal zu ziehen. Und hier geht es einfach um Basiswissen. Um Basiswissen, um Rückschlüsse ziehen zu können, um irgendwelche Fakten mal gegeneinander zu stellen und ja, die Situation, die wir halt haben, einmal genau ein bisschen zu beleuchten und dann Rückfragen halten mit wirklichen Fachleuten. Das Ja. gelingt mir sehr gut, weil, wie gesagt, meine Frau hat da wesentlich mehr Berufserfahrung in der ganzen Sache. Und ja, wir haben uns halt praktisch beide ergänzt. Und ja. Danke, André. Das war mir jetzt gerade noch mal so eine Erleuchtung. Susi, wie ging es weiter? Dann wurde ich natürlich auf Zimmer, auf die Station aufgenommen, auf die kardiologische Abteilung dann aufgenommen. Ja. Und dann wurde mir sofort die Lunge geröntgt. Ja. Na, dann eine Lungenembolie ausschließen. Und als ich dann nachher dann wieder auf dem Zimmer war, habe ich natürlich erstmal meine Tine angetickert. Ja, und die hat mir dann erstmal so ein bisschen was darüber erzählt, nachher dann, was das, ja, was eine Thrombose alles dann so dann, Tine ja, ist die Frau von genau, André ja, aus der Medizin heraus. genau. Hast du heute noch körperliche Beschwerden? Ja. Machst ja die Strümpfe an. Ja, die Thrombosestrümpfe muss ich ja ein halbes Jahr jetzt tragen. Blutverdünner muss ich jetzt maximal ein Jahr noch nehmen, Okay. damit sich da die Gerinnsel auflösen Ja. und nicht, ne, wandern gehen sozusagen. Das heißt für mich, Genau. sie geht durch die Gegend. Du kannst ja theoretisch, kann ich auch, Ja. mit knapp 50 tot umfallen. Aber du hast ja jetzt durch diese Impfung ein viel größeres Risiko, Ja, dass genau. das tatsächlich passiert. Ja. Also wir werden dich ganz genau im Auge behalten. Liebe Zuschauer, ich will Sie heute schon darauf hinweisen. Ich bedanke mich schon mal, André, dass das für mich auch noch mal so erleuchtend war. Was da wirklich passiert ist in dieser Zeit mit diesen ganzen Impfstoffen von, was hatten wir alles, BioNTech, AstraZeneca, Johnson und Johnson. Wahnsinn, was da wahrscheinlich noch kommt. Information ist ja immer eine hohe Schuld. Also du kriegst die Information nicht gebracht, du musst sie holen. Und wir haben ja Gott sei Dank unser super RKI. Und dort hat man dann auch so Dokumentation gefunden über die einzelnen Impfstoffe. Und zu jedem Impfstoff, zu jedem, ganz besonders bei Johnson & Johnson und bei AstraZeneca, gab es schon am Anfang der Impfkampagne rote Handbriefe. Rote Handbriefe sind also Handreichungen für die Ärzteschaft, für die Impfärzte, die sofort sagen: Halt, stopp, hier müsst ihr aufpassen, da müsst ihr ganz genau aufpassen. Wie ist denn das abgelaufen in den Impfstraßen? Rein die Nadel, abgedrückt, fertig. Es ging immer darum, dass man aspirieren muss. Also Nadel rein, einmal zurückziehen, gucken, kommt Blut mit, ne, dass ich auch kein Gefäß getroffen habe. Und in jeder Handreichung zu den Impfstoffen steht immer ausschließlich intramuskulär. Das steht dort drin. Wenn der Impfarzt das nicht macht, dann haftet der. Dann haftet Können wir der. das denn bei Susi nachprüfen, ob er das so gemacht hat? Naja, offensichtlich, also zumindest ist es so, wir werden jetzt in den nächsten Tagen machen wir nochmal eine Blutuntersuchung bei Sehr jemandem interessant. übers Dunkelfeld und können dann schon gucken, ist die Impfung hier in irgendeiner Form beteiligt, weil da brauchen wir ja nicht mehr in der Werkhalle, das kommt ja selbst in den Medien schon, Fokus, Spiegel, wie auch immer, dass die Logisch. Impfstoffe alle verunreinigt sind, dass diese Verunreinigung kann man jetzt noch nachweisen. Super interessant. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen, mit dem André haben wir einen tollen Ansprechpartner. Mit der Martina, mit der Frau vom André haben wir einen tollen Ansprechpartner. Wir haben heute auch mal tatsächlich eine junge Frau hier gehabt für ein ganz spannendes Thema. Sie sehen da draußen, wir kümmern uns drum. Wir kümmern uns nicht nur um Frieden und Freiheit und Selbstbestimmung, sondern wir kümmern uns auch um Opfer. So gut es geht, das wollen wir weitermachen. Der Firma, der Tag und Nacht für uns da ist, der wird unter dieses Video auch seinen PayPal-Link stellen. Unterstützen Sie den Reinhard dabei, würde ich mich ganz doll freuen. Wir bleiben in Verbindung. Wir werden ein nächstes Interview machen, weil ich das so spannend finde jetzt. Und Ihnen oder dir Ja.
wünsche ich ganz viel Glück. Danke. Und ich möchte euch darauf hinweisen, die Susi wird morgen den Bund der Ehe schließen. Ja, genau. Und auch dafür wünsche ich ganz, ganz viel Glück. Ja, danke, danke. Und ich hoffe, dass wir uns in nächster Zeit mal wiedersehen, dass wir die Geschichte abrunden können. Ja, abschließend, Susi, unser Angebot steht. Ja, ja. Wir holen dich wieder zurück ins Leben. Ist versprochen. Ja, ja, ja. Ist versprochen. Vertrau uns. Ja, na klar. Dankeschön. Ja. Bleibt gesund. Wenn ihr Probleme, Anregungen habt, schreibt uns an. Demnächst gibt es einen ganz tollen Internetauftritt. Werde ich darauf hinweisen. Danke und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke.